Und damit herzlich willkommen zurück bei Hammerwatch. Wir sind stehen geblieben, kurz vor dem neuen Gebiet hier. Hoppla, jetzt habe ich schon wieder den Skill falsch benutzt. Ja, da hat man gerade gesehen, Waiting for All Players. Ja, für den Koop-Modus höchstwahrscheinlich. Und dann geht es doch direkt weiter. Einen Bronzeschlüssel haben wir noch, den wir direkt hierfür benutzen müssen. Da sehen wir schon ein neues Monsterchen. Ach du Kacke, habe ich direkt mal daneben gehauen. Ah. Bei mir kommt das gerade etwas verrücklich rüber. Ich hoffe, es ist nicht so. Au, der schießt drei Dinger mit einem Schuss. Aber wir können ihn da easy vergiften. Dann sind wir da auch schon weg. Hui. Vergiften und weg. Vergiften, ah, vergiften, vergiften. Die beißen mich alle. So. Ja. Easy going. Und geht direkt weiter hier. Schauen wir mal, die Map sieht ziemlich riesig aus. Ach, da unten kann man sehen. 950 Gold und 0 Tode haben wir bisher. Ich gehe mal davon aus, dass es Tode sind. Und wir sind im Gefängnis Flur 2. Kann man also wunderbar sehen durch den... Oh Gottchen, das ist ja unfair jetzt. Wir greifen da durch an, ist ja auch nicht fair. Das ist nicht fair. Leider so... Oh mein Gott, da rechts. Seht ihr das? Habt ihr das gesehen? Da oben dieses hässliche, eklige Vieh. Erinnert mich gerade irgendwie an Diablo 2, das Wurmloch. Ich komme irgendwie auf Diablo 2, ich weiß nicht warum. Tell me why. Hui! Und schon wieder eine Combo. Das ist ja easy going hier. So, jetzt sind wir einmal nach draußen gelaufen hier. Können wir schon die nächsten Viecher... Achso, das ist einmal nach unten gewesen, wenn wir hier oben waren. Ja, genau. Ach Gottchen. Naja, wenigstens trifft das. Siehst du, deswegen habe ich die Klasse genommen. Guter Kettenblitz. Muss man nicht zielen für. Hihi, oh mein Gott, da ist ja noch so ein Viech. Oh mein Gott, die sind überall. Ist das ekelhaft. Ist das ekelhaft. Ich glaube, der spawnt die einfach nur, die Biester, die ganze Zeit. Ja, war klar. Der spawnt die. Ach und... Ne, achso, da unten. Über meiner Half-Leiste kann man gerade sehen, dass sich da diese Combo-Leiste füllt. Ah, ist das widerlich. Ist das widerlich, Alter, ohne Mist. Das ist so keimig. Egal, wir haben 1075 Coins, 1076. Niu. Na guck mal, so läuft das viel flüssiger, als wenn ich... ist ja merkwürdig. Merkt ihr dieses Ruckeln hier? Dieses stockartige Bewegen von denen und so weiter. Und wenn ich das hier mache, ist es viel geschmeidiger. Egal, da rechts ist ein Schlüssel, den will ich mir holen. Aber da ist noch ein Vieh dazwischen. Ach so. Da bin ich noch knapp davor. Oh, da haben wir direkt schon ein Goldtor. Höchstwahrscheinlich. So, machen wir uns einfach kaputt und rennen weiter. Wir brauchen Leben. Wir brauchen Leben. Oder was haben wir denn rechts Schönes? Da haben wir Schalter betätigt. Um eine Geheimtür, ja, um eine Geheimtür zu öffnen, die vorher nicht sichtbar war. Rechts siehst du einen goldenen Käfer auf dem Schalter. Sehr widerlich. Oh, da unten sehe ich ganz viele böse Fledermäuse. Ah, lass mich rein! Scheiße. Egal. Habe ich überhaupt gar nicht gesagt. Da haben wir eine Potion. Da kommen wir leider nicht ran. Oh, was haben wir denn da Schickes? Der stachelt doch bestimmt. Komm, vergifte. Oh, jetzt muss eine begrenzte Dauer. Alter, das fällt das Vieh aus. Ist ja unfassbar. Und da ist der Apfel schon wieder draufgegangen. 21 Leben habe ich nur noch. Da haben wir die nächste olle Zippe zum Kaufen. Ach du Kacke. Ist ja richtig aggro.
Ah, Naus, ich wollte da vorbei. Gerade noch so, 2 Leben. Das war etwas knapp. 20 Leben wieder reicht erstmal. Alter Schwede, da muss man echt aufpassen. Gegen was man kämpft. Vor allem allein ist es echt bitter schwer hier. Da haben wir 1239 Gold. Oha, da sind echt viele Käfer drin. Aber auch diesen Silberschlüssel haben wir uns geholt. Haben wir jetzt eiskalt gemopst. Ja. So, alle vergiften. Ah, finde ich cool. Das ist so ein Gift. So ein Giftdagger ist. Finde ich ganz in Ordnung. Ah, die grünen Käfer halten ein bisschen mehr aus als. Ach, du Kacke. Als ein Hit. Ist immer echt nervig. Komm her, du Mist. Du Kackding, du. Wollt schon wieder beißen, ich hab's gesehen. Er wollte mich mit seinen Kneifzangen. Wollte mir hier meine Bäckchen kneifen. Kann sich mal sonst was hinstecken, seine kleinen Kneifzangen. Hui, hui, hui. Alle kaputt. Oh, Äpfelchen. Die möchte ich natürlich haben. Oh, da war jetzt aber ein Tastenspam nötig. Ach, du Kacke. Da mussten jetzt Tasten gehämmert werden. Mein Gott. Huh. Ein Tanz mit dem Teufel. Ja, da sind schon wieder diese Igelkäfer. Aua. Die mir gewaltig auf die Eier gehen. Ah. Da hat er mich eiskalt zerbissen, die Drecksau. Aber wir haben, ja, ein Leben haben wir noch übrig. Ach du Kacke. Ja, wie machen wir das denn? Wo waren wir denn stehen geblieben? Natürlich eine interessante Frage, ne? Da unten sind erstmal noch ein paar Monsterchen. Die ignorieren wir jetzt erstmal. Wir gehen wieder da hoch, wo wir gewesen sind. Da oben ist das nämlich, direkt über uns. Da hat mir das Ding eiskalt zu Tode gebissen, ey. Jetzt nicht in Ordnung. Einen Silberschlüssel, einen Bronzeschlüssel haben wir noch. Ja, ob wir damit noch viel machen können, weiß ich nicht. Ich sterbe hier relativ oft. Einmal schon. Dann passe ich mal ein bisschen besser auf vielleicht. Oh, da hinten wären die 2 Äpfel gewesen. Ärgerlich. Puh, nee, den hole ich mir noch nicht, oder? Hole ich mir da schon was? Das ist ein markierter roter. Hm. Na gut, wagen wir es mal. Auf geht's. Wisst ihr, ich hab sogar, das ist total nervig, die Viecher. Vor allem voll die kurze Range von dem Dagger. Müssen wir ja wirklich in die Nasenhaare rausrupfen, damit wir überhaupt angreifen können. Ach ja, da war ja was. No Mana. Und no HP. Langsam wieder. Ein paar Äpfel haben wir hier noch rumstehen. Links haben wir ja auch noch welche. Hier haben wir. Ah ja, hier war das gewesen. Wo die uns von drin angegriffen hatten, die feigen Schweine. Oh, da haben wir einen Speicherpunkt, aber ich glaube, der ist nicht hier, oder? Aha. Doch, der ist hier rechts. Aber ne, ist immer noch nicht erreichbar. Über die Stachelfalle, ja. Gönn dir. Na, ich hätte echt gerne ein Level-System drin, aber ich glaube, das kommt wahrscheinlich noch. Ah, nö. Okay, kaputt.
geschmeidige Bewegungen hier. Stirb! Oh, die gehen also... Lol, 200 Damage. Also ich sollte da lieber nicht rüberlaufen. Habe ich so das Gefühl. Das würde mir Damage machen, glaube ich. Sehen immer aus wie Igel, die Viecher. Oh, ein Apfel mit ein bisschen mehr Leben, Regeneration. Also vielleicht ein Pfirsich, keine Ahnung. Und gleich mal wieder HP verloren, das ist ja super. Aua, hör auf damit. Red Spike is deactivated. Finde ich ja super. Können wir uns ja schon mal rüber. Ja, das Heilding, das Speicherding da holen, der Checkpoint. Der war ja da unten gewesen, glaube ich, ne? Da, Checkpoint. Huh! Safe. Unfassbar. Oh, das ist ein Golden Key. Schnipp, schnapp. Zippel ab. So, ein Golden Key. Haben wir uns schon mal ergattert. Mal schauen, wie wir den Schönes brauchen. Da schießen jedenfalls schon wieder Pfeile lang, da kommt man so nicht ohne weiteres lang, ohne dass man Verluste hinnimmt. Aber wir sind ja schon mal hier drüben. Da haben wir ja schon mal alles. Okay, da gehen wir also wieder rüber. Auf die andere Seite, damit wir hier kein extra Damage abbekommen. So, was war hier unten? Hier unten geht es auch noch lang, ist ja echt ärgerlich. Mann, Mann, Mann. 1568 HP haben wir. Gold meine ich. Mein Gott. Total etwas verwirrt. So, ja, gehen wir erstmal links wieder zu dem hässlichen Vieh hin. So eine Potion könnten wir auch benutzen, aber ich weiß nicht, wo wir eine Potion haben. Wenn ich jetzt F drücke, haben wir keine Potion. Das war ja F gewesen, ne, glaube ich. Controls, F, ja, F Potion. Hab ich keine Potion bekommen. Oh, 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 sehr schöne, viele Mana-Kristalle. Die gefallen mir doch schon mal sehr gut. Nam 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 nam. Hauptsache die Dreierdinger treffen mich nicht. Alles okay. Das ist sonst alles in Ordnung. Ach du Scheiße. Normana. Mein Gott. Jetzt müssen wir natürlich einen Weg rüberfinden. Wird, glaube ich, nicht so einfach. Aber hier ist schon mal ein Weg hier woanders hin. Ach du Kacke. Die hatten glühende Augen. Das war nicht cool. Nee, da komme ich nicht lang. Ah. Lass das hier an. So. Rätselchen, Rätselchen. Wo bist du? Da. Nächster. Ah. Gibt eine Kombination wahrscheinlich, mit der man das Rätsel lösen kann. Gibt's hier sonst noch andere Möglichkeiten? Nee, wa? Ah, no. Ich bin in die Stacheln reingerannt. Scheiße. Ich habe keinen Tod mehr übrig. Ist ärgerlich. Ha. Ich wollte aber trotzdem den Golden Key haben. Sollte man natürlich nicht so blöd sein und in die Stacheln reinrennen, ne? Ärgerlich, ärgerlich. Naja, aber wir können hier rüberlaufen. Passt schon mal. Habe ich zwar einen Tod kassiert, aber... Naja, was soll's. Ach, ich habe ein Leben bekommen. Das ist dann natürlich auch geil. Ich gebe ein Leben für ein neues. Mhm. Oh, da war mal ein Kristall drin anscheinend. Naja, ein Leben gegeben für ein neues Leben und Gold. Er muss echt aufpassen, die sind echt sensibel. Die Stachelis. Ja, und ich würde sagen, sobald wir gleich am Checkpoint sind,
mache ich nochmal eine fixe Pause. Denn die 15 Minuten sind schon wieder rum. Okay, wir sehen uns dann gleich wieder. Bis dann!